Willkommen zu diesem wunderschönen Stream an dieser Stelle. Wir spielen heute eine Runde Sims, Sims 4. Mit dabei ist der gute und nette Herr Brotwurst. Wir streamen das Ganze und als Video, den Output, den ihr als Video seht, das ist so eine Art Zusammenstellung. Also runtergeschnitten, Müll. Ne? Wisst ihr doch. Leute, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Wir beide haben einen ganz besonderen Plan. Und zwar haben wir vor, Leute, die komplette Stadt mit einem imaginären Charakter und Katja Krasavic und Tanzverbot zu bevölkern. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die gesamte Stadt besteht quasi aus Katja und dem imaginären Charakter. Und der Rest der Leute, die da wohnen, ist einfach nur eine Person, nämlich Tanzverbot. Das ist so ungefähr das, was ich jetzt gerne machen würde. Alex, fangen wir mit unserem imaginären Charakter an, dass ich würde gerne einen Mann als imaginären Charakter haben. Ja, ja, hätte ich auch gesagt, wegen Fortpflanzung und so weiter. Genau, genau. Dann wie ändere ich denn das denn hier? Hallo? Wer bist denn du überhaupt? Ah, hier. Der ist doch schon perfekt. Alex, wie findest du ihn? Ist der gut? Was sagst du? Den kann man eigentlich gleich so nehmen. Also der ist, ich finde den gut. Ja? Ja. Wie findest du die Nase? Bisschen... Ja, die passt. Die Haare ein bisschen, ich weiß nicht, was ist das für eine Haarfarbe? Ist es braun oder rot? Ein bisschen hässlich. Ich weiß es nicht, warte, wir ändern das mal ganz kurz. Oh, das war die Haut, das ist gut. Mach den blau, dann finden wir immer. Ah, Falten hat er auch? Wie findest du die Falten gut? Was sagst du? Ja, ja, der muss schon um die 40 sein. So. Okay. Frosch. Das sieht schon komplett retarded aus. Stark, stark. Sieht aus wie ein Knopf. Er hat einfach ständiges. Er ist ständig am Duckfacen, warte. Yes! Also, er sieht aus wie Andreas. Kennst du Andreas noch? Ah, Psycho-Andreas. Ja, das ist einfach Psycho-Andreas. Ich habe ihn einfach erstellt. Yes. Das sieht schon eklig aus, oder? Oh, ja. Hallo, ich heiße Andreas Obst im Haus. Oder? Obst im Haus findest du gut? Oder? Andreas Allmann, was will er denn? Was ist er denn? Worauf steht Kreativer er? Kreativer Superschurke. Ne, keine Ahnung. Dann haben wir hier, wir brauchen auf jeden Fall Hitzkopf, ganz klar. Ja, da muss die ganze Zeit mit allen prügeln, also mit lauter Krasavitzen. Das ist die Mehrzahl von Katja Krasavitz. Ehrgeizig, Vielfraß, Teufel, unberechenbar. Das passt, okay, was haben wir hier noch? Und böse einfach, oder? Ja. Ja, oh, gut, ja. Dann haben wir Andreas Allmann schon mal. Die sollen ja alle gar nicht in der Stadt wohnen, weißt du, was ich meine? Es geht ja darum, Allmann und Katja, ja, die wohnen in der Stadt, aber 100 Mal, okay, mehrfach. Und Tanzverbot wohnt hier, zum Fettnapf, weißt du? Haushalt ausquartieren, weg mit dem. Kannst du auch die Häuser gleich abreißen? Können wir auch machen, ja, warte. Caliente. Kannst direkt eine Atombombe reinschmeißen. Raus mit denen. So, jetzt wohnt ja keiner mehr, außer der Herr Allmann. Das ist schon mal ganz gut. Hey, die sieht echt gut aus, Alter. Oh mein Gott. Was will sie machen? Gibt's hier nicht irgendwie sowas wie... Will bumsen? Nee, ne? Familie Allmann ist da. So, jetzt müssen wir hingehen. Weißt du, was wir jetzt machen? Pass mal auf, warte, wir gehen hin. Okay. Wir müssen den kompletten Sim hier, den Allmann-Sim, müssen wir mehrfach einziehen lassen. Der muss ja 100 Mal in der Stadt rumlaufen, weißt du? Ich dachte Katja 100 Mal. Nee, pass auf. Der und Katja, ja? Also wir machen einen Haushalt, wo Katja 100 Mal ist, okay? Also 8 Mal oder sowas. Und dann platzieren wir den überall, okay? Okay. Ich habe eine lustige Idee. Pass auf, einer von denen, das ist ein Auserwählter, der trägt einen Hut, okay? Der hat Großkopf. Der trägt einen Hut einfach. Hier, der trägt eine Kochmütze, okay? Das ist der Chef von denen. Ja, so. Wie bei den Schlimmen. Komm, jetzt setzen wir den schon ein paar Mal in die Stadt und dann machen wir das gleiche nochmal mit Katja. Wer wohnt da? Gucken wir mal, Infofenster. Wen lassen wir da einziehen? Das sieht aus wie so ein fehlgeschlagenes Experiment, hier. Alter. Guck, jetzt wohnt da. Ist krank. Jetzt wohnt hier nochmal, in der Kiesgrube. Wohnt jetzt. In der Kiesgrube. Nochmal Familie Allmann. Wo die hingehören. Stark. Hier, in der Schluderei. Wer wohnt wohl da? Da wohnt Familie. Ich freue mich schon, wenn die Nachbarn dann kommen. Haushalt platzieren. Nee, pass auf. Katja wohnt in den ganzen reichen Häusern, weißt du? Ah, ja. Die Allmanns wohnen in diesen Pennerhäusern. Hier. Ah, da wohnen, da gibt's hier wohnen die Allmanns. Pennerhäuser, das ist einfach nur ein Grundstück, das ist nichts. Wer wohnt da? Die? Allmanns. Ganz genau. Guck mal hier. Und hier wohnt halt hier vorne? Da wohnen auch die Allmanns. Nee, hier Sandstraune und mehr, oder? Da wohnt der Stanzi, da wohnt. Ah, nee, eigentlich wollte ich ja hier wohnen lassen, ne? Ist egal, wir machen ihn hier, komm. So, jetzt haben wir hier Familie Allmann. Da Familie Allmann, hier Familie Allmann, da können die auch nochmal wohnen, oder? Ja. Können wir die schon mal irgendwo einziehen lassen hier? Ist hier irgendwas frei? Ja, ist Free Real Estate on? It's Free Real Estate. Die ziehen erstmal hinten in die Krawallhütte. Mehrere sozialökonomische Professoren haben herausgefunden, dass so die perfekte Gesellschaft aussehen würde. Stell dir vor, die gehen in den Stadtpark, ja, dann sind die ja auch überall da, ne? Ja. Stell dir vor, die gehen einander fremd. Wie wollen wir das rausfinden? Ich meine... Du weißt ja nicht mal, wie du zusammen bist. Das heißt einfach hochnäsige Hütte. Hochnäsige Zicker. Ich würde sagen, hier erstellen wir jetzt einfach mal Tanzverbot. Komm, der ist doch perfekt. Ist echt so. Guck mal. Oh ja. Also hier sind ja wirklich nur diese Leute jetzt.
Hier ist ja sonst nichts anderes. Die stehen da einfach. Komm, wir spielen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal gucken, Leute. Da! Katja! Da noch eine Katja! Das geht, es geht los! Da noch eine! Da noch eine! Juhu! Wer ist das? Das ist halt in der Perfekten. Da ist er! Da! Hier! Was? Das ist die perfekte Gesellschaft! Guck mal! Oh ja, das ist ein Boss! Das ist ein Boss, ja, das stimmt, das ist einer von den Hochgeborenen. Das sieht man an den Abzeichen auf der Kutte. Können Sie sich schon mal streiten? Ah, stark, stark, stark. Die beleidigen sich schon. Das ist schon mal realistisch. Ich hab die Idee. Wir fahren jetzt nach Hause mit Tanzverbot und dann laden wir alle Leute zu uns einfach ein. Das haben wir doch dann auch. Das reicht doch. Wir machen eine riesige Party. Wir reisen zuerst hier. Die perfekte Gesellschaft. Guck hier, die hat er jetzt schon alle hier. Siehst du? Oh ja. 1, 2, 3. Da fehlt eine. Ist egal. Komm. Ist wie Pokémon. Ja, wie ist es? Wollen wir irgendwie einen Pool bauen und die dann da trinken? Ja. Trinken lassen? Das ist der Plan. Gut. Stell dir mal vor, in diesem Haus zu wohnen. Das muss einfach schrecklich sein. Mit Katjas oder mit Almans? Was wäre schlimmer? Oh, ich glaube mit Katja. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Almans sind wenigstens noch lustig. Ich glaube, die Katjas, die nerven nur. Warte, komm, wir holen mal ganz kurz einen Caterer. Sehr gut. Ja, Kile hat halt Hunger, ne? So, hier. Hat $100 gekostet. Für ein Was? Paar, ja, für ein paar Waffen. Aber die hört, ich glaube, die hört nicht auf zu kochen, oder? Oh nein, die macht den Kühlschrank leer. Die macht den... Hallo? Stopp! Das sind Katjas, die dürfen nicht essen. So, Kilian, schnell weiter. Komm, du hast hier 100 Euro auf die Kasse von denen raufgeballert. Geh schnell zum nächsten Haus. So, lass den ausschlafen, lass den was essen, lass den duschen und dann laden wir alle Leute zu einer richtig fetten Party ein, okay? Ja. Das wird geil, Alter, das wird geil. Oh nein, geht los. Alter, die machen mir echt Angst. Ich möchte keinen... Was? Schocken. Hallo, ich wende mich dem Nachbarn, wie fit der Tonschlag geht. Wir möchten ja kostenlos und muss auf dem neuesten Produkt Hits... Das ist dein fucking Ernst. Der Typ. Die passen dir doch gar nicht. Die haben doch keinen Standard. Da ist noch einer. Da, sie kommen. Die kommen. Oh mein Gott. Der hat die Mülltonne umgedreht. Was? Der hat die Mülltonne einfach umgetreten. Kann man die Tür nicht einfach wegmachen? Dann kommen die alle rein. Ja, oder man geht doch in den Baumodus und baut eine Mauer. So, hier. Ja, aber jetzt hast du draußen doch... Was denn? Jetzt kommen die doch, alle viel rein. Viel besser ist eine Tür. Einfach ein Loch in der Wand. Aber ist ja schon mal ganz gut eigentlich, oder? Also ich meine... Ja. Kannst du jetzt nicht in den Baumodus gehen und eine Mauer um die alle bauen? Wir reißen jetzt erstmal alles ab. Wir haben auf jeden Fall jetzt... Okay, wir machen jetzt ein Survival Camp, Alter. Wer überlebt? Wir machen jetzt Gulag Survival Training, okay? Das ist einfach die Hölle. Das ist die Hölle. Und dann sofort am Hinten. Hilfe! Das ist einfach sein Leben. Ich will Fernsehen. Egal, YouTube. Wie kriegen wir Stück für Stück die Bewohnerzahl dezimiert? Da müssen wir natürlich jetzt überlegen. Weil wir müssen noch den Raum enger machen hier drin. Wir machen noch einen. So. Das ist unser Versuchskäfig hier. Das ist, guck mal, eine WrestleMania-Arena. Alter, geil. Wie kann man Feuer setzen? Hier, Grill. Irgendeiner wird davon schon Feuer fangen. Irgendwann fangen sie an zu kochen, ich sag's dir. Ja, du musst einfach nur Vorhänge überall noch hinbauen. Ist das so? Ja, keine Ahnung, kann sein. Gibt's hier nicht so Feuerfontänen? Feuerstelle. Ja! Ja! So, irgendeiner wird ja davon Feuer fangen, oder? Ja, wenn du sie ankriegst schon. Ja, okay, aber was kann da jetzt brennen? Oh! Brennen die? Ah, nee, doch nicht. Warte, wir müssen da noch ein paar Büsche oder sowas hinmachen. Warte mal. Man kann einfach da Brennstoff hinzufügen. Guck mal, die grillen sich gerade Würstchen, Alter. Alter, das ist wie damals im Gefängnis. Guck mal. Der macht sich da Marshmallows. Das ist einfach Tanzverbot. Da, mehr Brennstoff. Ich lasse ihn einfach immer weiter Brennstoff hinzufügen. Oh, guck mal, das fackelt hier, Digga. Ich hab eine Idee, Revi. Ja. Nee, es geht aus, oder? Oh Mann! Aber er ist aus dem Bett jetzt gefoppt. Die Frage ist halt, wann die Ersten sterben, ne? Eine Katja zündet doch bestimmt hier irgendwas an. So dumm wie die sind. Was ist das für eine Hölle hier, Alter? Ich weiß es nicht, was du da erschaffen hast. Irgendwann wird doch bei den ganzen Leuten hier ein Ofen. Der pisst sie gleich an. Wir müssen gucken, dass Tanzverbot nicht stirbt. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, der darf nicht sterben. Dem musst du noch ein paar Würstchen geben, um zu schlafen. Ja, es brennt! Es brennt! Echt? Es brennt! Ja! Ja! Er ist umgefallen und es brennt! Okay, jetzt geht's los, Leute. Aber kein Juckt's. Ich stehe da, ist fertig. Also jetzt wirklich? Das ist es doch nicht gewesen. Keiner ist beim Feuer gestorben. Nicht mal die hier draußen. Aber draußen brennt einfach Erde. Ist das doch ja fucking ernst? Da ist ein Bücherregal und es brennt Erde. Vielleicht haben wir Glück und das Feuer frisst sich genau zu dem Ofen hin, Alter. Weißt du? Ja, das kann ich nicht. Oh ja, es passiert. Guck mal. Ja! Komm schon! Wenn die hier einmal brennen, Alter, dann ist vorbei. Let's go. Stell dir mal vor, der Zaun brennt, geht kaputt, dadurch die Augen ab. alle frei. Der Zaun brennt. Die reden auch gar nicht mehr miteinander, siehst du das? Es wurde schon alles gesagt. Wir gucken, es hat echt, wer zuerst verreckt. Irgendwer wird es ja wohl sein. Ich glaube, die beiden hier, ich denke mal. Ist das krank?
Ja, die müssen ja gleich verhungern eigentlich, oder? Die müssen ja gleich... Das kann nicht sein. Da, jemand hat was in den Ofen getan. So, jetzt müssen wir eigentlich nur den Ofen irgendwo hinsetzen, wo die nicht rankommen, weißt du? Weil da ist ja jetzt was drin. Jetzt sind diese Videos, wo irgendwelche Leute so Gerüste bauen und dann eine Sache auslösen und die lösen 100 andere Sachen aus. Genau so ist das hier gerade. Ja, so sieht es aus, wirklich. Okay, wir müssen es nochmal machen. Kommt der da nochmal dran? Hier gammelt noch so viel Essen, Alter, und nichts davon brennt! Wie kacke geht das Tanzverbot? Kann nicht sein, dass er der Erste ist, der stirbt. Ja, das darf nicht sein. Die beiden kriegen einen Pool und dann bauen wir um den Pool einfach eine Wand. Ich habe mit meiner Schwester das immer gespielt. Ja. Und wenn wir einen umgebracht haben, dann haben wir einen Pool gebaut, aber nicht diese Rauskletterstangen, sondern nur Reinspringen-Hüpfdinger, weißt du? Ah, hier! Hüpf und Platsch! Jetzt musst du nur noch, keine Ahnung, auf was mag Katja, wenn, damit sie reingeht, müssen wir noch Geld reinlegen oder so. Ja, ein paar Goldmützen. Ein paar Goldmützen unten in den Pool, dann springt sie rein. Ich frage mich, warum die beiden nicht sterben. Das ist mir echt ein Rätsel, ne? Die sagen alle auf Wiedersehen und die wollen alle gehen, aber die können nicht gehen. Die wollen gehen. Oh, da, da. Sie ist tot. Was? Ja, sie ist tot. Ja. Yeah. Da ist er. Ja. Yeah. Siegesgeheul. So, meine Damen und Herren, so sieht Erfolg aus. Wir haben den ersten toten Katja geheilt. Boah, ist das hier räudig, Alter. Ihr Ahnuhut ist sogar verranz, guck mal. Was ist da im Hintergrund? Das ist der Tod. Was macht der Tod? Ruft er so? Warum hat die sich hier so sexy angezogen? Die ist bereit. Die fangen alle an, sich zu bilden. Das geht einen ganz falschen Weg hier, Alex. Die sollen nicht lesen. Ihr sollt brennen und euch nicht bilden. Bleibt ihr jetzt da liegen oder nicht? Also, ah, ne. Schwupps, verkauf den. So machen wir Geld. Warte, der kommt hier hin. Wichtig ist, dass die was backen. Dann brennt's nämlich. Zuckerkekse hier alles machen. Hör doch nicht auf! Wenn du jetzt hier anfängst, Gemüse zu schneiden, junges Fräulein! Stell dir vor, das Gemüse brennt einfach. Du Fettsack! Du kommst doch hier ganz einfach hin, oder nicht? Ist es denn so schwer, dich umzubringen? Da, mach doch weiter! Ich warte einfach nur darauf, dass irgendwer... Da! Da brennt was! Nein! Nein! Du blödes Mist! Wo hast du einen Feuerlöcher her? Wo hat sie einen Feuerlöcher her? Wo hat sie einen Feuerlöcher her? Einfach aus dem Arsch gezogen. Okay, Leute. Ich mach jetzt hier, wir speichern das jetzt hier. Wir beenden jetzt dieses Video und diesen Stream hier, Leute. Ja? Es reicht mir, Leute. Es reicht! Nein! Das geht so nicht! Leute! Wir beenden das jetzt hier. Wir setzen das soziale Experiment demnächst mit Bombenmods fort, Alter. Ich installiere mir Mods, dann werfe ich Feuer hier drauf, Alter. Es reicht. Ich beleidige jetzt erstmal auf Twitter Katja Krasavice. Das reicht, das geht gar nicht. Vielen Dank für diesen wunderschönen Stream, meine Freunde. Danke. Mach's gut, auf Wiedersehen. Gott sei Dank, piss mich das an, Alter. Tschüss. Tschüss.